Der historische Kleiderschrank. Eine Augmented Reality App von Ronja und Roman. Wir haben für unsere App die historischen Trachten und Uniformen aus dem Grafikbestand der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek benutzt. Mit der App wollten wir erreichen, dass die BesucherInnen nicht nur die Trachten auf Papier sehen können, sondern diese auch erleben und selbst anprobieren können. Nachdem der Ladebildschirm angezeigt wird, wird der Besucher auf eine Seite geführt, wo er durch die ganzen Objekte scrollen kann und sich eben aussuchen kann, für welches Objekt er sich interessiert. Klickt er nun auf dieses Objekt, kriegt er weitere Informationen. Das sind so Sachen wie, zu welcher Kategorie gehört das, in welche Region wurde das jeweilige Objekt getragen, zu welcher Zeit und ähnliches. Zudem gibt es einen kleinen Informationstext und unten weitere Empfehlungen zu ähnlichen Objekten. Suchen BesucherInnen nach bestimmten Objekten, Objekten einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Region oder eines bestimmten Museums, können sie dies über die Filteroption tun. Hier werden dann nur noch die jeweils zutreffenden Ergebnisse angezeigt. Hat man nun ein geeignetes Kleidungsstück gefunden, was man gerne austesten möchte, kann man auf den Button anziehen, klicken und wird direkt zur AR-Funktion weitergeleitet. Hier kann man das jeweilige Kleidungsstück dann virtuell anprobieren. Neben dem Click-Dummy haben wir noch mit dem App-Inventor vom MIT versucht, einen App-Prototypen zu erstellen, da wir beide keine Programmierkenntnisse besessen haben. Hierbei handelt es sich um einen Prototypen, den man downloaden kann als App und bei dem man alle Schritte der App einmal durchlaufen kann. Zudem haben wir mit Instagram-Filtern gearbeitet, um den AR-Effekt einmal zeigen zu können. Da man für die Instagram-Filter keine Programmierkenntnisse braucht, konnten wir das einfach umsetzen. Und hier kann man einmal schön sehen, wie das Ganze aussehen würde, wenn es jemand programmiert hat. Wir hoffen, dass wir mit der App Historischer Kleiderschrank die Kleidungs- und Textilobjekte in Museen für die Besucher ein bisschen nahbarer machen können und denken, dass sich die App perfekt für alle Museen eignet, die sich mit unterschiedlichsten Kleidungsstücken auseinandersetzen und beschäftigen.